Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in dieser Folge will ich, wir hatten ja gerade noch die Map offen von der letzten Folge, will ich jetzt einmal zurück ins Canyon und dort den einen Fokusstein hinsetzen. Dort ist er auch ein Tempel oder ein Haus der Bauer oder sowas gewesen. Herrenhäuser, ein Herrenhaus. Da, wo auch diese, nicht Höllenhunde, wie hießen die nochmal? Diese, Teufelchen, wie heißen die nochmal? Waren auf jeden Fall. Und, ja, da will ich dann auf jeden Fall auch mal schauen, dass sie da reinkommen. Da sind ja diese Steintafeln, die Leute hier haben wollen, die einmal die Banditen haben wollen und einmal die Magier, die Wassermagier. Und dann brauche ich auch noch für Emerit oder wie er jetzt hieß, auch noch Klamotten. Das sieht aus wie eine Höhle. Waren wir da schon drinnen? In der Höhle? Ja, hier waren wir schon drin, safe. Hier waren wir mit sicher. Ja, hier waren wir sicher schon drin. Ah, verdammt. Verdammt. So, das nehmen wir alles mit. Ah, okay, den hatten wir geleert. Warum hatten wir den anderen nicht geleert? Wir hatten hier noch nicht mal gegraben. Doch, hatten wir. Okay, das hatte mich aber auch ein bisschen jetzt gewundert. Hätten wir das. Wir haben nur die eine Kiste hier vergessen. Die eine Truhe. Und es wird dunkel. So, wir müssen aber jetzt auch schon mal die Piratenrüstung anziehen. Können wir da auch einmal pennen gehen, bevor wir uns wieder auf dem Weg ins Canyon machen? Wir waren auch lange im Sumpf, muss ich ehrlich sagen. So. Was sagen die jetzt hier? Ich war ja lange weg. Warte mal. Unterrichte mich? Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Nee, das will ich nicht lernen. Der kann mir nichts beibringen, was mich interessiert. Apropos. Zweihänder sind wir schon mal bei 65 und Armbrust bei 18%. Ich will aber Armbrust besser werden. So, Henry. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Klar, warum nicht? Unterrichte mich. Unterrichte mich. Armbrust. Ah, und Zweihand. Ja, machen wir. Du lernst schnell. Aus dir wird nochmal ein richtiger Pirat. So, wie sieht's aus? Zweihänder, Meister 70. Der hat Kreislaufprobleme. Okay, jetzt geht es ihm wieder gut. Ich bin ganz
ganz deiner Meinung. So, auf Garrett. Erfährt keiner was. Handeln. Zeig mir deine Ware. Meinst du, mir geht es besser? So, was kann ich ihm andrehen? Ich habe hier. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Jede Menge Waffen, die ich auch nicht das brauche. Ist doch alles nur Gerede. So. Ruhmknecht. Er hat auf die falschen Leute gehört. So, Runenmacht, den würde ich gerne nutzen wollen. Kraft an. Also, komm mir nicht so. Wird sich das jemals ändern? So, Einhand will ich nicht. Doppelaxt. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm ist auch eine Einhandwaffe. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Ist auch eine Einhandwaffe. So, die sind schlechter. Stabkeule, Piratensäbel, mittlere Orkaxt. Das ist eine schlimme Sache. So. Man weiß gar nicht Spitzhacke mehr, brauchen man noch wir noch. Das weg. Glaubst du wirklich? Machen wir so. Dolch kann weg. Das ist doch hier alles dann. Nur geredet. Die Armbrust kann weg und die hier können weg. Magischer Bolzen. So, was habe ich noch, was ich nicht brauche? Weiter unten wahrscheinlich. Oder warte mal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Den Schmuck behalten wir erst einmal. Logbuch von Greg, wichtiger Hinweis. Hier. Die Felle können weg. Die können weg. Die können weg. Die Flügel können weg. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Kelche, Gletscherquarz, Bergkristalle. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Drachenblut behalte ich mal, weil ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Hier. Fangholzschreckending, das hier kann weg. Mikrolab Panzerplatten, die behalte ich mal lieber erstmal. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Er weiß ja nicht mal. So, was ist das? Schwarze Perle. Man weiß gar nicht, an wem man noch glauben soll. Kann weg. Ich bin ganz Goldener Ring kann weg. Hammer kann weg. Geweihtes Wasser weiß ich nicht. Honigtaber. Pech kann weg. Also, komm mir Hacke nicht kann so. Weg. Säge. Kochlöffel. Krautstampfer. Glaubst du wirklich daran? Honigtaber brauchen wir nicht. Ich hätte das anders gemacht. Krauttaber brauchen wir auch nicht. Von mir erfährt keiner was. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Ich hätte was anders gemacht. Okay, gut. Wenn hier ein anderer Wind weht, kann ich mit Greg einmal reden? Greg, die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Und wie bist du hergekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Okay, also nichts Neues. Aber ich wollte es mir trotzdem nochmal anhören. Gehen wir hier mal pennen. Wir glitzern auch die ganze Zeit, ey. Ich finde das irgendwie super. So, Skip. Hey. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Der Mörder interessiert mich nicht. Was ist mit meinem Grog?
Wegen des Grogs. Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Ich glaube, den finde ich nicht, den Grog. So, er war das, ne? Bill. Hey. Ich kenne den Mörder von Angus Lane. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Keine Sorge, habe ich eh vor. So, kann ich mit Morgan auch nochmal quatschen? Du. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Unterrichte mich? Unterrichte mich. Nee. Der kann mir nichts beibringen, was mich interessiert. So, Francis. Hey. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Hä? Wegen mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, hier ist ja jemand noch am Üben. Mit dem müssen wir auch nochmal reden. Bonzer. Glaubst du wirklich daran? Okay, von dem gibt's nichts Neues. Glaubst du wirklich daran? Oh, warte, was haben wir hier? Eine Pfanne. Das ist doch alles nur Gerede. Ich glaube, hier gibt's nichts Neues für uns. Ja, das hat er wirklich gemacht. So, wenn wir hier jetzt in Richtung Canyon wieder gehen. Ich würde dann aber auch gleich lieber die Drachenjägerrüstung wieder anziehen. Kann das sein, aber auch hier das mit diesen Piraten und so, dass man hier mit denen verbündet ist? Dass das schon quasi die ersten Anzeichen für Risen sind, sag ich jetzt mal. Risen soll ja irgendwie, zumindest verstehe ich das bisher so. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich kenn noch gar nichts von Risen. Aber zumindest von dem, was ich bisher gehört habe, soll das eher mehr mit Piraten zu tun haben. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, bitte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen oder sowas. Ich würde jetzt trotzdem mal gerne nochmal in den Tempel da versuchen reinzugehen. Werde da auch nochmal vorher speichern. Hier müssten wir aber auch alles schon erledigt haben. Da will ich rein. Ich speichere vielleicht einmal hier. Würde mehr Sinn machen, wenn ich das hier speichere. Für den Fall, dass hier doch noch irgendwo irgendwer lebt. Okay, hier ist niemand am Leben. Dann gehen wir mal da hoch, da rein. Also noch einmal will ich hier rein und gucken, dass ich das irgendwie das haben wir schon. Hier ist ja noch eine. Oh, Steintafel der Stärke und Lebenserlänger. Nice. Okay, warte. Steintafeln, die muss ich dann nutzen. So, Steintafel der Stärke 3. Stärke nochmal plus 6. Perfekt.
Das speichere ich dann. Wie sieht das jetzt aus? Stärke 101. Das heißt, wir können die nächst bessere Waffe hier nutzen, oder? Nicht ganz. Okay, der ging aber schnell drauf. Da ist nichts zu holen. So. Steinwächter. Feuerteufel, genau. Okay, jetzt kommen wir gegen den besser an. Ja. Da ist nichts zu plündern. Wir haben es geschafft. Da ist nichts zu holen. Boah. Okay, warte. Machen wir mal so. Und nochmal ein bisschen Fleisch dazu. So, das speichern wir. Da sehe ich auf jeden Fall was leuchten. Und jetzt noch eine Fackel. Dann wir auch was sehen. Heilwurzel. Armbrustschützen 3, nice. So, was gibt's noch hier unten? Wahrscheinlich noch mehr Feuerteufel. Da ist nichts zu holen. So, die Fackel wieder aufheben. Rademis war schwach. Der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeit, die er in seiner Verblendung über unser Volk brachte, vermochten nicht einmal mehr die Heiler zu hindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Rademis alle toten Wächter verbannen oder hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der toten Wächter mehr zugegen, als die verbliebenen vier entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, Jakendar aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen, als die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. Karodron, der Hohepriester Kadimom und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Rademis und das Schwert zu bezwingen. Karodron und Kadimom waren der Meinung, Rademis mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können. Doch ich kannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran glauben zu können. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ich beschloss stattdessen, Rademis mit einer List zu überwinden. Karodron folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adanos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Rademis in wilder Raserei in den Tempel stürmte, um seinen Vater zu richten. Er erkannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Karodron verschloss die heiligen Kammern des Tempels hinter sich und Rademis war für alle Zeiten im Tempel gefangen. Oh, noch ein Ring. Nochmal drei Steintafeln und noch eine Schatulle. So, wo ist denn die Schatulle? Jetzt haben wir 9 davon. So, die Schatulle. Möchte ich einmal aufmachen. Warte, war die nicht da? Da.
Okay, kann ich nicht aufmachen. Okay, die Seite haben wir jetzt erledigt, abgeschlossen. Gehen wir mal in die andere Seite. Die Seite fehlt uns hier noch. Ja, komm. Einmal Schwert raus. Hallo. Einmal Schwert raus. Da ist nichts zu holen. So, den anderen Stein weg. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay, beide haben nichts. So, ich speichere vielleicht nochmal, bevor ich gegen den da antrete. Yo! Okay, habe ich geschafft. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gucken wir mal. Gibt's hier noch was? Ich hatte jetzt ganz kurz Panik, aber ey, wir haben es geschafft. Noch eine gelbe Steintafel. Was gibt's hier zu lesen? Radames war auf immer eingeschlossen im Tempel Adonis, doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden. Adonis Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakenda und überflutete die ganze Stadt. Nur noch die höher gelegenen Tempel und Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Die wenigen, die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakenda besiegelt. Getränke nehmen wir mit. Oh, noch eine Spruchrolle, okay. Zu weit weg. So, denn nur noch den toten Wächtern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ihre Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adonis weiß, was mit ihm geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn Adonis. Das Herz des alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester schüren noch die Hoffnung und predigen unablässig von der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jakenda ist gefallen und wird im Strom der Zeit vergehen. Da haben wir noch eine Truhe. Steintafel des Bogenschützen. Okay, dann haben wir hier auch jetzt alles durch. Dann haben wir das. Den Tempel hier. Wir können gehen. Nice. So, erstmal den hier nochmal lernen. Nochmal plus 6. Und hier nochmal plus 6. So, 10 Lernpunkte haben wir. Wir haben Armbrust 24, Einhänder 43, 270, Bogen 32. Stärke würde ich nochmal gerne ein bisschen mehr machen wollen. So, und die Fackel kann weg. Ja, fehlt uns nur noch der Sumpf. Und halt da, wo die Orks nochmal waren. So, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Vor allem, den Schamanen haben wir so hingekriegt. Okay, das war auch ein bisschen... Ja, warte mal, Stärke, wir sind ja bei 101. Können wir Stärke noch über 100 bei Lehrern trainieren?
wir haben ja 10 Lernpunkte. Ich würde noch mal gucken, wo ich stärker trainieren kann. Ansonsten müsste ich den Ring einmal ausziehen, den ich da habe. So, Satoras. Zuerst zu Satoras. Da. Hey, du. Wegen der Reliquien. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay, wegen Raven? Wegen Raven. Hab ich hast noch du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Adanos möge dich schützen. Ja, und nicht Mix hier. Medarium war das. Hier. Warte mal. Ich habe einen weiteren Teleporter. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay. So, warte mal. Dann fehlen uns nur noch der im Sumpf und der im Banditenlager. Dann lass mal hin, beziehungsweise erstmal heilen. Den im Banditenlager wird ein bisschen schwer hinzukriegen. Aber erstmal muss ich pennen. Für die Gesundheit. So, und los. Boah, ich feiere das gerade, dass wir hier am Glitzern sind. Kriege ich auch ein glitzerndes Schwert und eine glitzernde Rüstung? Vor allem für das bisschen Stärke, dass das Ding hier braucht. Macht eigentlich auch sehr viel Schaden, also 200 stand da ja. So. Wenn ich nochmal ganz oben hier gucke. Wo haben wir das? Da. Magische Armbrust. Nur 75 Stärke benötigt, aber 200 Schaden. Das ist mega. Ich muss nur zusehen, dass ich es irgendwie hinkriege. Hoppala. Ich glaube, hier sind noch Viecher. Ja, die Viecher will ich lieber in Ruhe lassen. Ah, warte mal, jetzt müssen wir eben auch nochmal eine andere Rüstung anziehen. Nicht das, das hier. Nicht, dass die uns hier angreifen. Ich mache mir Sorgen, dass die uns angreifen, wenn wir die falsche Rüstung anhaben. So, und dann müsste hier irgendwo das Ding gewesen sein, ne? Das nehmen wir mit.
Ja, hier. Da haben wir den. Und dann den Tempel oben durchsuchen. Mal gucken, wo ging es da nochmal hin. Ja, okay. Wir gucken schon in die richtige Richtung. Ich mache die paar Minuten eben noch länger. Da muss irgendwo der Sockel sein. Die Steintafel meine ich, nicht der Sockel. Will ich hier nochmal ganz genau gucken. Vielleicht ist es auch irgendwo hier draußen. So, Fackel brauche ich auch wieder, weil, um ganz sicher zu gehen, dass ich es nicht übersehe. Ja, die Pflanzen lasse ich jetzt mal. Ich will jetzt die Steintafeln. Oh, Fellknüterich, den nehmen wir mit. Ich muss nochmal nachschlagen, wie ich das mit den Dings hier mache. Gibt es hier noch eine Truhe vielleicht, die ich übersehen haben könnte? Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Ja. Zwei grüne Steintafeln. Wie doof will man sein? Ich, ja. Aber warum waren hier jetzt zwei? Ah, stimmt, zwei, weil wir eine an Dings hier abgeben müssen, ne? An Satoras und eine an den Banditen. Da ist es. Ich hoffe, die greifen mich jetzt aber nicht an. Weil ich die Banditenrüstung anhabe. Okay, die lassen mich in Ruhe. Was das angeht. Dann geben wir das noch einmal ab. Wegen der Reliquien. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die Ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Kein Problem. 3 von 5. Möge dich schützen. 3 von 5 haben wir schon. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge geben wir dann die andere Steintafel. Hier, links. Erstmal zu Edgar und dann zu Francis damit. Francis? Franco meine ich. Franco. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.